also Akteninhalte haben mich dann in die Bubenburg nach Fügen geführt und meine Mutter ins Landesnervenkrankenhaus nach Hall. Und ich habe jetzt gerade da den Stapel, das sind 5, 6, 7, 8 Zettel. Da ist so die kleine Vorgeschichte drinnen. Mit Hausbesuchen der Fürsorgerin beginnt es und endet im Endeffekt dann mit einer Untersuchung beim Amtsarzt auf der Bezirkshauptmannschaft Schwarz, der die Untersuchung ist erfolgt, weil sie einen Antrag auf dauernde Fürsorgeunterstützung eingebracht hat. Und der Amtsarzt sagt, sie ist eine psychoneurotische und schwachsinnige Psychopathin, die sich, nachdem sie ihre Stütze verloren hat, nicht mehr zurechtfindet. Sie ist nervös, fahrig, unfähig zu jeglicher Konzentration, lebensuntüchtig. Und dann halt die Conclusio, sie ist nicht imstande für sich und für ihr außereheliches Kind mit 8 Jahren den Lebensunterhalt zu verdienen. Und es bleibt kein anderer Ausweg, als das Kind in einem Heim unterzubringen und die Untersuchte in das Nervenkrankenhaus einzuweisen. Und ein therapeutischer Erfolg ist allerdings unsicher. Und jetzt ist halt auch meine Frage an Sie als Fachmann, was sagt man denn zu so einer Diagnose? Lassen wir mal sehen. Da steht als Diagnose, ich habe es nicht gemerkt, psychoneurotische und schwachsinnige Psychopathin. Ich meine, in der Diagnose kommen eigentlich so ziemlich alle Begriffe vor, die die Psychiatrie kennt. Ich meine, alle Begriffe sind in der Art heute nicht mehr in Verwendung. Ich meine, psychoneurotisch ist eigentlich ein sehr allgemeiner Begriff, der so ein neurotisches Wesen beschreibt, wobei man ja den Neurose-Begriff in der Klassifikation völlig verlassen hat. Deswegen würde niemand mehr heute psychoneurotisch als Diagnose stellen und niemand würde wissen, vor allem, was das heißt. Man könnte eigentlich das gar nicht mehr kommunizieren, weil jeder hat so seine Fantasie dazu, was da wohl gemeint ist, aber es ist ein sehr unpräziser Begriff, der in der Form eigentlich nicht mehr verwendet wird. Ich meine, schwachsinnig ist ganz schwierig, weil schwachsinnig als subjektiver Eindruck ist ganz schwer zu objektivieren. Ich glaube, eine seriöse Diagnose, man würde das heute als Intelligenzminderung bezeichnen. Um das seriös zu stellen, müsste man wirklich eine Psychodiagnostik machen. Man müsste die Person einem Testverfahren unterziehen und schauen, was halt da rauskommt. Schwachsinnige Psychopathin ist dann nochmal eine Steigerung von dem Ganzen, weil die Psychopathie, die heute eher in dem Formenkreis der Persönlichkeitsstörungen Einzug gefunden hat, ist heute ein ganz spezifischer Begriff, und zwar bezieht sich auf Persönlichkeiten, die völlig schuldunfähig sind, die letztlich ohne einen Gewissensdruck egoistisch ihre Ziele verfolgen und sich eigentlich großteils im kriminellen Milieu bewegen und dort angesiedelt sind. Es ist eigentlich eine ganz spezifische Form einer Persönlichkeitsstörung, die eher in der forensischen Psychiatrie eine Rolle spielt und dort in der Prognostik eine Bedeutung gewonnen hat. Früher wurde Psychopathie als Überbegriff für Persönlichkeitsstörungen verwendet. Psychopathie ist auch ein Begriff, der im allgemeinen Sprachgebrauch einfach Rolle spielt. Ich meine, jeder kennt es, dass irgendjemand den anderen als Psychopathen bezeichnet, ohne dass er genau weiß, was er eigentlich sagt und was er meint damit. Er hat vielleicht die Idee, dass der irgendwie psychisch nicht ganz in Ordnung ist, aber sicher ist es im Sprachgebrauch wird es sehr unscharf verwendet. Persönlichkeitsstörungen sind Diagnosen, die eigentlich sehr genau definiert sind. Da gibt es ungefähr 6, 7 davon. Und nach dem Klassifikationsschema, das bei uns üblicherweise verwendet wird, das sich auf die WHO beruft, gibt es, glaube ich, 7 Persönlichkeitsstörungen. Und um jetzt den Begriff Psychopathie objektivieren zu wollen, müsste man sich heute überlegen, welche Art von Persönlichkeitsstörung ist denn diese Person überhaupt zuzuordnen. So gesehen ist das salopp formulierter Wischiwaschi-Diagnose, die eigentlich nichts aussagt und eigentlich den Betroffenen auch nicht in irgendeiner Form
fassbar beschreibt. War aber so üblich, weil es heißt ja dann 2 Jahre. Gut, es war natürlich, man muss sagen, es waren natürlich andere Zeiten und das, was damals passiert ist, würde heute als illegal gelten. Das heißt, eine Langzeitunterbringung ist heute ohne Gerichtsbeschluss nicht mehr möglich. Es gibt auch keine Langzeitunterbringungen. Ich glaube, die Unterbringungsdauer jetzt außerhalb des forensischen Sektors ist vielleicht 14 Tage, 3 Wochen. Der Rest bezieht sich auf Freiwilligkeit. Eine Unterbringung von 2 Jahren ist eigentlich nicht denkbar, auch nicht mit der Diagnose. Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass früher in Zeiten, wo das passiert ist, das war 1970, das war sogar der Beginn der modernen Psychiatrie und damals in den 60er Jahren war die Psychiatrie doch schon auch noch sehr stark Verwahrungsinstitution mit Elementen einer schwarzen Pädagogik. Der psychiatrische Patient war weniger der betroffene Kranke, sondern war mehr der Abweichler, der irgendwie zur Raison gebracht werden muss. Und da hat die Verwahrung eigentlich auch einen disziplinierenden Charakter gehabt. Ich meine, Dinge, die heute eigentlich undenkbar sind. Und eigentlich, würde ich sagen, in der Form nicht mehr vorkommen. Das heißt, kann man da was konstruieren oder ist das sehr abhängig, weil eben drei Tage davor der Diagnose gibt es eben die Einweisung für den Erwin in die Bubenbuben, und 3 Tage später dieses Papier und die Familie war aufgelöst. Ich meine, der Amt. Das Kerngehaft. Ja, das war. Sie sind untergebracht worden in einem Erziehungsheim, wenn man so will, und die Mutter ist im Landesnervenkrankenhaus untergebracht worden. Es ist im Nachhinein schwer einzuschätzen, was die Menschen, die das damals veranlasst haben, sich wirklich gedacht haben. Aus dem amtsärztlichen Befund geht hervor, dass der auf alle Fälle das Gefühl gehabt hat, ihre Mutter ist nicht erziehungsfähig und sie als Kind müssen deswegen in einem Heim untergebracht werden. Ich glaube jetzt nicht, dass es mit ihrem Verhalten zu tun gehabt hat, sondern eher mit dem Absprechen der Erziehungsfähigkeit ihrer Mutter, dass man gesagt hat, wo tut man den Buben hin? Und damals war halt die Bubenburg wahrscheinlich die Anlaufstelle. Ich kann mich jetzt nur beziehen auf das, was der Amtsarzt damals sich gedacht hat bezüglich ihrer Mutter. Und ich kann jetzt das Pferd nur von hinten aufzäumen, in dem Sinn, dass man sagt, mir als Psychiater ist es eigentlich nicht möglich, mit der Diagnose, dass ich mir mit der Diagnose den Patienten vorstellen kann. Es beschreibt eigentlich keinen Menschen, es ist keine Beschreibung eines psychiatrischen Patienten, wo für mich eine Person steht, die halt solche und solche Beschwerden und Krankheiten hat, sondern es ist einfach so unscharf und so ungenau und so nicht festlegbar für klinische Symptomatik, dass sie eigentlich... Ich persönlich kann mit der Diagnose überhaupt nichts anfangen. Also auch was die Prognose betrifft. Die Prognose ist natürlich schon, es ist starker Tobak, würde ich sagen. Ich meine, erstens einmal ist es extrem schwierig von einer amtsärztlichen Untersuchung, das ist ja doch eine Momentaufnahme, eine Prognose abzuleiten und die Prognose auf eine derartige unscharfe Diagnose zu stützen, das ist eigentlich unseres. Das kann man eigentlich so, darf man das eigentlich nicht machen, hätte man auch damals nicht machen dürfen. Ich sehe da diesen Zusammenhang, wobei das nicht unintelligente Kind gefördert würde, eben durch die Unterbringung im Heim an sich. Ich bin da noch nachträglich ein bisschen sauer, weil die Förderung hat eigentlich so ausgeschaut, dass man mich in eine Sondererziehungsschule geschickt hat. Ja. Mit allen Auswirkungen, die jetzt bis in mein reifes Alter hineinreichen. Ja. Was mir eben auch stutzig macht, ist die, nennen wir es jetzt einfach Diagnose des Amtsarztes, deckt sich eben auch schon mit Wahrnehmungen der involvierten Fürsorgerin. Ja. Da ist eben auch die Rede, es handelt sich um ein lebensuntüchtiges Geschöpf. Und
irgendwie gilt es da einfach aufzudröseln, welche Schritte haben dann zu welchen Folgen geführt. Und zwar schon die Beurteilung, dass man sagt, das ist ein lebensuntüchtiges Geschöpf, ist halt zum Beispiel der Beschreibungsversuch eines Menschen über ein Defizitmodell. Das heißt, es wird nicht gesagt, der Mensch ist überfordert mit einer Situation, in der er gekommen ist, sondern es wird ihm eigentlich Lebenstüchtigkeit abgesprochen, was ja eigentlich kein momentanes Geschehen ist, weil jemand halt krank ist, sondern eigentlich, es wird eigentlich einer Persönlichkeitsstruktur zugeordnet, wo man sagen muss, woher wissen die Leute das? Das ist für mich eigentlich nicht nachvollziehbar. Man würde heute niemand mehr als lebensuntüchtig beschreiben, sondern würde halt sagen, der ist überfordert mit der Situation, der muss unterstützt werden oder der braucht flankierende Maßnahmen, die ihm helfen, damit fertig zu werden und die Krise zu bewältigen, was immer das war. Aber man würde ihm nie so ein defizitäres eine defizitäre Beschreibung über ihn abgeben, wo man ihm eigentlich jegliche Möglichkeit des selbstständigen Lebensführung abspricht. So nachträglich betrachtet waren so Verhaltensweisen meiner Mutter, die mir aufgefallen sind, eher in der Richtung, dass ich halt mit dem, was ich halt so weiß, gelesen habe, aus Gesprächen erfahren habe, eher tippen würde auf eine Depressionserkrankung. Also gerade so ein, zwei Mal kann ich mich erinnern, da ist sie eine Woche lang nicht aus dem Zimmer rausgegangen bei zugezogenen Vorhängen. Und so wie ich das wahrgenommen habe, jetzt rückblickend war es eine Reaktion auf sich plötzlich verändernde, erschwerte Lebensumstände. Da hat man nicht drauf geschaut, aber knackig ist ja an sich auch die Ausführung, dass es praktisch damit begonnen hat, nachdem sich die Lebensgrundlage geändert hat, nachdem sie diesen Sozialhilfe- oder Fürsorgehilfeantrag gestellt hat. Da ist dann das ganze Räderwerk ins Laufen gekommen. Da habe ich jetzt noch von kurz vorher, die Fürsorgerin beschreibt sie als eine übernervöse Frau, die äußerst unselbstständig ist. Und sie arbeitet bei einer Gemeindeschwester im Haushalt, die auch schon ganz nervös geworden ist. Sie redet ununterbrochen von ihrer Unfähigkeit, sich im Leben zurechtzufinden. Und kann im Querschnitt gut als agitierte Depression identifiziert werden. Man könnte sagen, die Patientin war depressiv, agitiert depressiv, überfordert in der Situation, zieht sich zurück, hat einen Leistungseinbruch und macht sich Sorgen über Dinge, die sie wahrscheinlich in einem besseren Zustand als bewältigbar erlebt hätte. Eine Depression ist an sich unabhängig von der Ursache eine phasische Erkrankung. Das heißt, auch unbehandelt wird eine Depression früher oder später besser. Das kann lange dauern mit den Medikamenten. Es hat damals bereits ein, zwei Antidepressiva gegeben. Die sind, glaube ich, in den 60er Jahren, späten 60er Jahren auf den Markt gekommen. Die ersten Antidepressiva, Imipramin zum Beispiel. So wie das geschildert wird, hätte sie wahrscheinlich von einer antidepressiven Therapie profitiert und wäre so wie heute halt Leute mit einer Depression innerhalb von 3-4 Wochen gesund geworden, im besten Fall. Aber es wäre ein ganz anderer Blickwinkel auf die Situation, weil die Depression ist eine Erkrankung und kein Defizit, sondern das kommt über einen und das bringt man nicht mit. Und das ist ein ganz großer Unterschied in der Einschätzung der Person und der Persönlichkeit.